Hallo meine Lieben, heute starten wir mit Bauchattacke. Ohne Equipment, anschließend kurze Entspannung. Fangen wir mal an gleich mit Aufwärmen, dabei erkläre ich dir, wie es funktioniert. Wir haben jetzt ein paar Übungen ausgesucht. Ja. Jede Übung machen wir ungefähr 20 Wiederholungen. Ja. Das bedeutet, wir brauchen 45 Sekunden lang für die Belastung. Dann machen wir zwischendurch immer eine Entspannung zwischen 10 bis 15 Sekunden. Ja. Gut. Gute Bauchspannung aufrichten, ganz locker, Knie hoch, wenn du draußen joggen würdest. Gut. Durchatmen, durchatmen. 4 noch, 3 noch, 2 noch. Einmal noch die erste Übung beginnt. Ja? Wir machen eine schöne Plank-Position. Ja? Ellbogen unter den Schultern, Blick Richtung Boden, Knie vor. Schön nach vorne schieben. Ja? Bauchspannung, dieses bleibt unten. Komm schon vor. Komm schon vor. Dieses geht ein bisschen tiefer. Hälfte haben wir geschafft. Komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einmal noch langsam. Knie ablegen, die Füße ablegen, Fuß drücken, kurz durchatmen. Streck dich dazwischen, schieb wieder Gesäß zurück, streck dich wieder durch. Durchatmen, entspannen. Einmal noch. Dann kann man sich vorbereiten. Dreh dich jetzt schön zur Seite. Ja, Seitenstütz. Beine überkreuzt, Arm gestreckt. Die Rotation dazu, komm. Schau immer wieder Richtung Fingerspitzen. Hüfte geht ein Stück höher. Spür die schrägen Bauchmuskeln. Atme gut durch. Den haben wir schon geschafft. Halte durch, komm, komm. 10, hopp, 9, hopp, 8, hopp, 7, hopp, 6, hopp, 5, hopp, 4, hopp, 3, hopp, 2, hopp, super. Einmal noch, jawohl, ablegen. Gleich die Seite wechseln, okay? Wieder schau, Seitenstütz, Beine sind schön gestreckt, Arm ist oben und jetzt drehen wir uns wieder. Wunderbar. Festatmen, festatmen, gute Bauchspannung. Lass die Zeit, aber trotzdem Tempo nicht verlieren, okay? Hüfte ein bisschen höher, Kopf dreht sich schön mit, Bauch ist ganz, ganz fest. Super. Komm, und jetzt noch 10. Hopp. 9. Hopp. 8. Hopp. 7. Hopp. 6. Super. Noch 5. Hoch. 4. Hoch. 3. Hopp. 2. Hopp. Einmal noch. Sehr gut. Langsam ablegen. Kurz entspannen, durchatmen. Wenn du willst, trinkst du einfach dazwischen durch. Schluck Wasser, tu dich ein bisschen abtrocknen, wenn es dir schon warm ist. Okay, die nächste Übung, fangen dann gleich wieder an, okay? Ist dann praktisch Crunch. Das bedeutet, die Arme sind jetzt da schön bei der Seite. Die Beine sind am Anfang gestreckt, okay? Und jetzt geht's los. Komm schon hoch, komm tief zurück, ja? Wenn es geht, Kopf nicht mehr ablegen, Spannbauch richtig fest an, versuch, dass du die Beine gut beugst und gut streckst. Lass dir Zeit, ich spüre dich schon, wie es langsam stockt, aber das schafft man schon. Halte durch, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, einmal noch, super. Bleib gleich oben. Durchatmen, gut einruhen. Ruhig Schluck trinken, okay. Dann haben wir uns gleich vorbereitet für die nächste Übung. Wir bleiben dann noch weiterhin in der Rückenlage. Okay, das bedeutet, schau, leg dir einfach gemütlich hin, okay. Die Hände schön unter dem Gesäß, Beine sind schon gestreckt, ja. Und wir machen praktisch eine Schwimmbewegung mit den Beinen, okay. Also Bauchspannung, Beine anheben, los geht's. Hopp, 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 hopp. Nabel schon reinziehen, Beine noch mehr strecken. Halte durch, Schulter, Nacken locker. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einmal noch langsam. Beugen die Beine, die Arme wieder locker. Und jetzt schau, einfach die Beine zur Seite bewegen. Ja? Ganz entspannt, nimm ruhig auch den Kopf dazu. Also richtig schön verdrehen, spür das in deiner gesamten Wirbelsäule. Beine tiefer, Ohren ein Stück tiefer, Blick schön zur Seite. Sehr gut, durchatmen. Einmal noch. Dann komm langsam wieder hoch, greif die Knie. Wir machen dann weiter im Sitzen. Okay, das bedeutet, die Beine sind gebeugt oder gestreckt, je nachdem, wie stark das du bist. Ja? Wir machen dann weiter mit einem raschen Twist, das heißt schon antippen. Okay, Beine gegen gleich los. Komm, hopp, 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 hopp. Bauchspannung. Nabel rein. Noch mehr drehen. Beine schon gegen gleich, schon gegen gleich. Super. Halte durch. Halte durch. Halte durch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, noch 4, noch 3, noch 2, einmal noch jede Seite. Super. Wieder bleiben. Durchatmen. Roll dich ein. Schluck trinken. Bisschen erfrischen. Wir machen dann gleich weiter. Hoffe, es geht dir gut dabei. Okay, wir gehen jetzt wieder zurück in die Rückenlage, okay. Jetzt werden wir schauen, dass wir die Beine dann hochheben. Also schau zu mir, ja, wieder stütz dich ab, du gehst vor mit den Beinen, dann gehst du hoch, retour, okay. Los geht's, komm, vor, hoch, vor, hoch. Lass dir Zeit. Gute Bauchspannung. Ohne Schwung bitte. Ja? Streck die Beine noch mehr. Bisschen. Durchhalten, durchhalten. Denk an was Schönes. Flache Bauch ist gesichert. Super, sehr gut. Weiter so. Noch 10 Mal. Komm. Hopp. 9, hopp, 8, hopp, 7, hoch, 6, Beine mehr strecken, 5 noch, super, 4 noch, 3 noch, 2, Einmal noch. Bleib kurz oben, halte die Spannung und dann abrollen. Super. Füße ablegen, Arme ablegen. Entspann dich. Beine sind schön gebeugt und neigen zur Seite. Durchatmen. Super. Nächste Übung.
Komm hoch. Whoop. Plank. Beine zur Seite. Okay? Platziere dich. Spannung. Los. Öffnen, öffnen, schließen, schließen. Okay? Super. Weiter so. Gesäß geht ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer. Atme gut durch. Spitze. Weiter so. Gesäß ein bisschen tiefer. Nacken bleibt schon lang. Gute Bauchspannung, gute Bauchspannung. 10, 9, 8, 7, 6. Halte durch, 5, noch 4, super, noch 3, 2, einmal noch, langsam, ablegen. Zurücksitzen. Arme zurück. Entspann dich ein bisschen. Komm langsam wieder hoch zurück. So, jetzt haben wir noch eine Minute Zeit ungefähr für die Kräftigung. Okay? Also du nimmst mal noch auf. Komm. Hinsitzen, Spannung, go. Schön schließen, strecken. Komm hoch. Komm hoch. Hopp. Perfekt. Hopp. Hopp, bisschen zurück im Oberkörper, die Beine mehr strecken, komm hoch, hoch, sehr gut, hopp, noch 10, komm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, und das letzte Mal. Super. Trinken wir mal einen Schluck. Das war jetzt ganz schön stark, auch wenn es nicht nur für Bauch war. Aber jetzt kommt einmal die versprochene Entspannung. Wunderbar. Leg dir einfach ganz gemütlich hin, zurück auf deine Matte. Gut. Die Beine lass einfach gebeugt, okay? Streck die Arme hoch zur Decke. Jetzt beugst du zur Seite und jetzt tust du einfach zweimal nachfedern und einmal die Arme öffnen. Wie wenn du dich umarmen würdest, versuch, dass du sogar mit deinen Fingerspitzen den Boden erreichst. Atme gut durch dabei. Lass dir Zeit. Einmal noch. Dann langsam die Hände auf deinen Bauch ablegen. Streck das linke Bein nach vorne durch. Rechtes Bein bleibt gebeugt und öffne jetzt locker dein Bein zur Seite und komm wieder zur Mitte. Ganz entspannt, versuch, dass deine Hüftknochen hoch bleiben Richtung Decke. Spür die Entspannung im Bereich von deinem Hüftbeuger, Innenseite Oberschenkel, Gesäß, Lendenbereich, Iliosakralbereich. Lass dir Zeit. Einmal noch. Dann bleib wieder in der Mitte, streck dein Bein nach vorne, linkes Bein beugen und jetzt öffne wieder dein Bein zur Seite und komm zur Mitte. Zur Seite öffnen und wieder zur Mitte kommen. Und spür, dass du mit jeder Wiederholung tiefer kommst. Lass dir Zeit. Einmal noch. Dann beugen wir beide Beine. Jetzt dreh dich einfach zu mir nach vorne in die Seitenlage. Ja. Versuch, dass deine Beine gut gebeugt sind. Die Arme sind vorne, Kopf locker ablegen. Jetzt öffne den Arm weit nach hinten. Atme ein und nach vorne schließen, ausatmen. Versuch, dass die Beine geschlossen bleiben. Kopf dreht sich wieder ganz locker mit. Spür die Entspannung in deinem Brustkorb, in deinem Schultergürtel. Durchatmen. Einmal noch. Dann bleib wieder vorne, stütz dich ab. Wir wechseln jetzt die Seite. Dreh dich einfach um.
Schau wieder, dass du dich seitlich gut hinlegst. Kopf locker ablegen. Arm öffnen, einatmen, vorne schließen, atme aus. Kopf dreht sich wieder, locker mit, atme ein und wieder aus. Die Beine ruhig mehr beugen. Knie bleiben schön geschlossen. Wunderbar. Einmal noch. Dann bleib wieder vorne. Stütz dich jetzt wieder ab. Jetzt schau, dass du praktisch in die Bankstellung kommst. Okay? Die Hände, die bleiben schön vor den Schultern. Rechtes Knie vor, Unterschenkel zur Seite. Schieb das linke Bein weit nach hinten. Und jetzt schiebst du auch deine Arme nach vorne, nach vorne, nach vorne. Wenn es geht, versuch, dass du Stirn ablegst, Oberkörper auf die Innenseite Oberschenkel bringst. Lass dir Zeit. Stell dir vor, jemand ist vorne, zieht bei deinen Fingerspitzen und jemand steht auch hinter dir und zieht bei den Fußspitzen. Langsam, komm wieder hoch zurück. Richte dich gut auf, wir wechseln die Seite. Linkes Knie vor, Unterschenkel zur Seite, rechtes Bein retour, Arme vor, 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 vor. Versuch wieder, dass du Stirn ablegst, Oberkörper bei der Innenseite, Oberschenkel ablegst. Richtig gut auseinanderziehen. Komm langsam wieder hoch, hoch, hoch zurück. Jetzt machen wir Ausfallschritt direkt auf der Matte. Wieder schön aufrichten. Komm mal tief und jetzt locker federn. Schieb dein Knie Richtung Fußspitzen. Schulter, Nacken entspannen. Dann bleib bitte unten und jetzt dreh dich zur Seite. Versuch, dass du deine Ferse siehst. Ja? Wieder losen. Jetzt probier mal die zweite Seite. Wieder Ausfallschritt. Steig bitte weit nach vorne. Komm mal tief und wieder locker federn, durchatmen. Dann bleib wieder unten. Jetzt drehst du dich in die Gegenrichtung, schau wieder zurück zur Ferse. Komm langsam wieder zurück, stütz dich ab. So, das war's für heute, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall geschwitzt. Bis bald.